Herzlich willkommen zu einer Orgelführung durch die große Gleisorgel der Stephanskirche in Karlsruhe. Das Instrument wurde 1959 erstmals gebaut, im Jahre 2012 dann komplett neu konzipiert, technisch neu gebaut und erweitert. Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Rundgang durch das Instrument, damit Sie Einblicke bekommen können, die man sonst nicht so einfach hat. Hier haben wir die Windanlage. In einem separaten Motorkasten stehen zwei große Gebläsemotoren, die die Luft durch Holzkanäle nach oben liefern in zwei große Bälge. Ein massives Gehäuse. So ein Blick in die Orgel. Hier sieht man die Trakturen. Die Abstrakten sind aus sehr feinem Holz. Sehr fragil ausschaut. Es ist auch sehr fragil. Aber auf Zug sind diese Hölzer sehr gut zu belasten. Hier kommen die Tastenenden der Manuale ins Untergehäuse der Orgel über verschiedene Winkel bewegen sich dann diese Abstrakte. Hier sieht man das Wellenbrett. Das dient dazu, die Bewegungen der Abstrakte in die Breite weiterzuleiten. Die Pfeifen sind weiter aufgestellt, als es die Tasten an der Orgel sind. Deswegen müssen diese Zugbewegungen verbreitert werden mittels solcher Wellen. Hier sieht man, wie sich Ventile des Brustwerks öffnen. Insgesamt hat die Orgel vier Manuale, das bedeutet auch vier solche abstrakten Rechen gehen in die Orgel hinein, nach oben. Das muss natürlich alles sehr leichtgängig sein, sonst ist es schwer zu spielen. Hier ein Blick in das Pfeifenwerk des Auxiliars. Und in einem Pedalturm. Hier im Auxiliar sieht man auch zum Beispiel eine Einfußpfeife, eine der kleinsten Pfeifen, die in der Orgel vorhanden sind. Sie besitzt nur einen langen Fuß, damit man sie ordentlich aufstellen kann in diesen Bänkchen. Eigentlich wäre der Pfeifenkörper nur sehr kurz, wegen des hohen Tons. Direkt daneben ein Doppelfalten-Magazinbalg. Er liefert den Wind für die Auxiliarregister. Hier ein Blick in das Brustwerk mit der Voxhumana. Durch das Ziergitter kann man in die Kirche sehen. Hier ein Wellenbrett für das Hauptwerk. Es steht in der nächsten Etage. Hier sehen wir die Pfeifen des Hauptwerks. Ganz unterschiedliche Bauarten, welche aus Holz, aber in überwiegender
Ansal aus Metall. Die Trompete ganz links. Wie auch die Koppelflöte mit einem spitz zulaufenden Hut. Hier aufgebänkt die Pfeifen des Kornetts. Hier klingen immer 5 Pfeifen gleichzeitig pro Taste. Auch hier haben Pfeifen ein Hütchen auf mit einem Röhrchen drin, eine Rohrflöte. Und hinter dem Hauptwerk befindet sich das Schwellwerk. Hier sieht man die Pfeifen nicht so ohne weiteres. Sie stehen in einem dicht abschließenden Gehäuse, was mit Jalousieschwellern geschlossen und geöffnet werden kann. Somit werden die Töne dynamisch variierbar, beziehungsweise sprechen direkt oder weniger direkt. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter. Man sieht auch wieder die Pfeifen des Auxiliars und hier oben die Celesta. Die Celesta wird elektrisch angesteuert. Über Magnete bewegen sich kleine Hämmerchen, wie man es vom Klavier oder Flügel kennt. Sehr schöne Klänge kann man damit entlocken. Hier nun ein Blick ins Schwellwerk von hinten. Ein recht großes Gehäuse. Und hier erkennt man noch gut auch das Pfeifenmaterial der Vorgängerorgel. Und das hat man in Metalllegierungen gerne noch Kupfer eingemischt und es ergab sich dann so ein rötlicher, brauner Ton. Sieht man heute nicht mehr. Hier die Jalousien von innen. Und eine gedeckte Pfeife. Hier mit einem Holzstöpsel. Oder auch im Metall mit einem dicht abschließenden Hut. Man kann hier gut die unterschiedlichen Mensuren erkennen. Zum Beispiel sehr schlanke Pfeifen der Streicherfamilie. Im Vergleich dazu Pfeifen mit etwa der gleichen Länge viel, viel weiter sind die Pfeifen einer Flöte. Wir gehen aus dem Schwellwerk heraus und blicken noch einmal in den Pedalturm und ins Auxiliar. Hier grüßt auch der Orgelgeist eine Pfeife des Kontrafagotts. Eine Etage höher kommen wir zum Oberwerk. Wir sind hier auch an einem der höchsten Punkte, den man in der Kirche überhaupt erreichen kann. Hier ein Blick ins Oberwerk. Da gibt es eine Rohrflöte. Und dahinter das schwellbare Auxiliarwerk mit der Tuba, diese gekröpften Pfeifenkörper. Dahinter steht die Stentor. Gambe und die Stentorflöte. Die Flöte ist
das am weitesten inserierte Register. Die Pfeifen haben schon einen enormen Durchmesser. Und die Pfeifen der Klarinette. Die Deckel sehen aus wie Entenschnäbel. Ganz nett, wie sie einen begrüßen hier. Einmal die Tuba. Diese Register stehen auch in einem Schwellwerk. Und es geht wieder nach unten. Wir sind wirklich an der höchsten Stelle, die man hier in der Kirche erreichen kann. Auf dem Rückweg noch einmal ein Blick ins Schwellwerk und dann werden wir die Orgel auch